Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich bin 30 Minuten zu spät, aber versprochen ist versprochen. Heute ein kurzes Video über das Thema, das ist doch ein Schneeballsystem. Und ich weiß, dass viele Kollegen, die im Network Marketing unterwegs sind, mit dieser Frage ständig konfrontiert werden. Und gerade eben hatte ich ein Meeting. Hi Miriam. Und ich bin noch ein bisschen verwuschelt und glänze wie ein Affenarsch. Aber ist scheißegal. Es geht ja da nicht darum, dass ich gut aussehe, sondern dass ich euch diese Information oder diese kleine Inspiration mit auf den Weg gebe. Wow, ich habe schon wieder so viele Zuschauer. Sag mal, habt ihr bei dem schönen Wetter nichts Besseres zu tun. Ich bin wirklich total. Ich habe Instant Glow verwendet. Aber gut, ganz anderes Thema. Network Marketing. Ja, oh mein Gott, jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Ich hatte mal was Seriöses gelernt. Ich war über 25 Jahre in der IT-Branche, in Führung und Vertrieb und bin vor, naja, ein bisschen mehr als 2,5 Jahren in die Network-Marketing-Branche eingestiegen. Und glaubt mir, ich musste mir ständig voll den Bullshit anhören. Das ist doch ein Schneeballsystem. Das ist doch ein Pyramidensystem. Das geht ja so gar nicht. Wie kannst du sowas Unseriöses machen? Vielleicht kennt ihr das. Und ganz ehrlich, das Schlimme ist, ihr dürft den Menschen nicht böse sein, die das sagen. Und wenn du vielleicht zuhörst und das noch denkst und denkst, jetzt wirst du darüber aufgeklärt. Ja, hör gut zu. Das Thema ist einfach, Network Marketing ist einfach ein ganz simples Geschäftskonzept. Und zwar die eine Sache ist immer wieder die, ich persönlich, vielleicht kurz zu meinem Hintergrund, ich arbeite sehr gerne und ich habe schon immer große oder tolle Jobs gemacht, große Kunden betreut, also auch namhafte Kunden über sehr lange Zeiträume. Also man kann von mir behaupten, ich war mal so ungefähr sowas wie seriös. Und warum bin ich heute in diesem Schlamperladen Network Marketing gelandet? Und ich bin da jetzt gerade ironisch, weil ich nach Freiheit gesucht habe, weil ich nach einer Möglichkeit gesucht habe, endlich aus diesem 9-to-5 Bullshit rauszukommen, endlich eine Möglichkeit zu haben, wie ich es schaffe, frei. Und frei heißt nicht nichts arbeiten. Frei heißt einfach, wie kann ich mit meinen bisherigen Fähigkeiten und Stärken was aufbauen, wo ich passives Einkommen habe, wo ich nicht Zeit gegen Geld tausche, sondern wo ich in einem großen Team, vielleicht gemeinsam mit vielen anderen tollen Menschen, Kleines leiste, um Großes zu erschaffen. Das fand ich spannend und ich bin natürlich ganz schnell. Und dazu muss ich sagen, als ich vor 5 Jahren angefangen habe zu suchen, habe mir sehr viel angeguckt, was es da draußen gibt. Und im Endeffekt gibt es nicht wahnsinnig viel. Entweder du hast Kohle, richtig viel Geld und kannst schon in tolle Geschichten investieren, damit dir ein Passiveinkommen aufbauen. Aber wenn du keine hast, musst du ja erstmal welche verdienen. Und dann hast du 2 Möglichkeiten, aus meiner Sicht. Ja, ich bin nicht allwissend, ich kann immer nur aus meiner Erfahrung sprechen. Du kannst dir einen Angestelltenjob nehmen. Und da hast du einfach dein typisches Grundgehalt. Wenn du eine Frau bist, kriegst du in der Regel noch 20% weniger als die Männer, aber das ist ein anderes Thema. Du hast, wenn du Glück hast, 30 Tage Urlaub im Jahr. Wenn du Pech hast, kriegst du nur 25. Du musst dich ständig absprechen, wenn du Urlaub hast. Du musst damit leben, wer deine Kollegen sind oder auch dein Chef. Ja, du hast einfach deine Bedingungen und es ist fein. Ja, es will das gar nicht schlecht machen. Aber Menschen, die vielleicht nach mehr streben oder innerlich einen Wunsch haben, ein bisschen mehr draus zu machen, für die ist das pure Panik, weil du machst das ja bis zur Rente. Und wenn du eine Frau bist, machst du noch eine Pause, im besten Fall, damit du deine Kinder anständig betreuen kannst oder zumindest, dass du Zeit für sie hast. Dann hast du auch noch ein riesen Loch dazwischen. Ja, dann geht es mit der Rentenkrise los. Jetzt alles mal dahingestellt. Da hast du die Möglichkeit, dich selbstständig zu machen. Ich sehe jeden Tag und ich spreche mit so vielen Selbstständigen ständig. Und was machen die? Die leben, wenn sie Glück haben, ihren Traum, weil sie Dinge tun, die sie lieben. Im besten Fall machst du eine Selbstständigkeit mit irgendwas, ja, wo du Bock drauf hast, ja, wo dein Herz für brennt, wo du Fähigkeiten hast und so weiter. Aber was passiert, wenn du allein selbstständig bist? Du arbeitest selbst und ständig. Und zwar immer und allein und Tag und Nacht. Ja, mir ist warm. Sehe ich das so aus?
Und du hast, wenn du Urlaub hast, ja, machst du dir Sorgen, springen meine Kunden ab oder kriegt mein Personal das auf die Reihe, wenn ich nicht da bin. Und krank sein kannst du dir gar nicht erlauben als Selbstständiger, ja. Das sind all die Dinge. Das heißt, da bist du auch wieder in diesem typischen Hamsterrad. Und so, wir reden ja über Network Marketing. Und aus diesem Grund bin ich ganz schnell auf Network Marketing gestoßen. Und ich habe verstanden, dass das ein Vertriebskonzept ist, das aus meiner Sicht eins der fairsten der Welt ist, weil du mit diesem Konzept aus egal aus mit wenig Investitionen und egal woher du kommst, egal ob du was du für Fähigkeiten hast, welche Schulbildung, welche Ausbildung, jeder hat die gleichen Chancen, hier richtig was zu wuppen, weil im Network Marketing bekommst du ja sowas wie eine Lizenz. Es gibt da einen Menschen, der hat sich mal Gedanken gemacht und im besten Fall großartige Produkte entwickelt, ja? Und diese Produkte möchte er nicht im klassischen Vertrieb verkaufen, das heißt in irgendwelche Ladengeschäfte neben tausend anderer Produkte stellen oder für teuer Geld im Fernsehen bewerben, sondern er hat sich gedacht, ich entwickle tolle Produkte für Menschen, die sowas brauchen, die auf jeden Fall eine große Nachfrage haben und lass sie nicht von irgendwelchen Hollywood-Schauspielern oder sonstigen Menschen bewerben, die es dann eh nicht verwenden, sondern ich nutze ein Network Marketing und dann wird das von Kunde zu Kunde weiterempfohlen, also von Empfehler zu Empfehler, von Anwender zu Anwender. Ich mit meinem Kooperationspartner, die Produkte, die ich verkaufe, vertreibe, für die ich große Teams aufbaue, die benutze ich alle selbst. Und da stehe ich zu 100% dahinter. Und wenn du jetzt irgendwo, ich nehme jetzt mal die Beauty-Branche als Beispiel, du gehst jetzt in einen Shop mit der grünen Schrift, oder ist die türkis, und die Damen, die da drin stehen, im schlimmsten, besten Fall kennen die zwei, drei Produkte, aber die haben ja ein Riesensortiment. Also glaub mir, die kennen ihre Produkte so einigermaßen, aber nicht wirklich mit Leib und Seele. Das heißt, die erste positive Sache im Network Marketing, du kriegst Produkte empfohlen, verkauft, nenn es wie du willst, von echten Anwendern. Das ist toll. Und das Tolle ist auch, keiner verdient hier Geld. Also wir, doch, wir verdienen natürlich Geld, aber ich zum Beispiel verdiene nur dann Geld, wenn ich es geschafft habe, andere dazu zu unterstützen, dass sie auch Geld verdienen. Und das finde ich enorm fair. Das heißt, ich tausche nicht Zeit gegen Geld und sage, du kriegst jetzt einen Vertrag, bist hier 8 Stunden jeden Tag und dann kriegst du dein Geld und ich entscheide, wann du Urlaub hast, sondern ich bringe jemandem was bei. Und wenn er im besten Fall clever genug ist, macht er genau das, was ich ihm empfehle, weil ich bin ja schon die Schritte gegangen, wird auch erfolgreich. Und dann darf ich an seinen Erfolgen zu einem kleinen Prozentsatz mitpartizipieren. Total fair. Du gehst ja auch raus und nimmst dir einen Coach und dem zahlst du, wenn er gut ist und einen richtig, richtig tollen Coach, der kostet richtig Geld und dem zahlst du ein Honorar. Und der unterstützt dich über alle Maßen, aber du musst trotzdem dich bewegen. Und er hat auch keine Garantie, dass mit seinem Coaching, dass du erfolgreich wirst. Und jetzt bist du im Network Marketing, bist irgendwo eingestiegen, derjenige, der dich inspiriert hat, der zeigt dir das Geschäft und jetzt kannst du dir aussuchen, machst du es oder machst du es nicht. Aber du zahlst kein Honorar. Das ist schon mal ein ganz feiner Unterschied. Und das nächste ist, Schneeballsysteme sind verboten. Wer das irgendwann immer noch nicht kapiert hat, den muss ich wirklich schütteln. Schneeballsysteme sind illegal, Schneeballsysteme sind verboten. Und wenn du mir mit dem Pyramidensystem kommst, da diskutiere ich nicht, weil schau dir jede Firmenstruktur an. Jede Firmenstruktur ist eine Pyramide. Da oben sitzt der Chef, dazwischen haben wir mittleres Management und ganz unten sitzen die, die die Arbeit machen. Das ist eine Pyramide. Übrigens auch zu finden im Steuer im Finanz in unserem Deutschland GmbH, so genauso auch in der Kirche, die katholische Kirche, ein Pyramidensystem. Also, wenn du wieder diese Worte in den Mund nimmst, dann überlege dir gut, ob du damit recht haben könntest. So, und der nächste Fall ist, Network Marketing ist sensationell, aber es hat definitiv einen Haken und den will ich dir jetzt sofort sagen. Es ist Fluch und Segen zugleich und ich gebe offen zu, ich hasse es, mir geht es echt, echt, echt auf den Keks, weil Network Marketing ist super, weil jeder darf einsteigen. Jeder. Jeder hat die gleichen Chancen. Was dann auch bewirkt, dass es jeder macht. Was dann leider nicht immer gut ist, weil es nicht jeder seriös macht. Und
überall da draußen sehe ich Menschen, die denken, ich werde über Nacht zum Millionär und steige einfach nur ein und dann wird alles schon werden und muss überhaupt nichts tun, das geht ganz leicht. Ey, das ist Bullshit, ja, wenn dir jemand sowas erzählt, das ist Bullshit. Network Marketing ist ein Job. Es ist quasi eine Selbstständigkeit, die dich wenig Investition kostet, aber du musst Zeit investieren. Du darfst Zeit investieren. Es ist ein echtes Business. Du kannst damit dir dein eigenes Unternehmen aufbauen und nimmst eben die Produkte von jemandem, der die entwickelt hat, der das kann, der das richtig gut macht und der sagt dann hier, du darfst einen Teil meiner Lizenz haben und darfst meine Produkte vermarkten. Ich schule dich dafür und du baust dir damit ein Unternehmen auf. Und genau das ist Network Marketing. Auch vergleichbar mit, ich sage es ja ungern, weil ich keine Werbung machen möchte für Fastfood-Ketten, nehmen wir einfach mal das goldene M. Ihr kennt es alle. Schlammfraß, ich empfehle euch nicht hinzugehen, ist ungesund. Jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder Ärger von Facebook. Aber McDonald's ist nichts anderes als ein Mini-Network. Ja, es ist ein Franchise. Wenn du 1 Million Euro hast, kannst du dir eine McDonald's-Lizenz erwerben und dann bekommst du all die Produkte, deine Burger, deine Pommes, deine Patties, so wie die alle heißen. Du kriegst ein System, ein Konzept und dann kannst du loslegen. Und dann gibt es bestimmt Filialen. Ich bin jetzt nicht so unbedingt kompetent, was McDonald's angeht, aber auch da mit Sicherheit wirst du gute Restaurants finden mit einem mega tollen Service, weil die Leute dort eine ganz andere Einstellung haben, die vielleicht auch wissen, was sie empfehlen können, wie sie mit Kunden umgehen. Und du wirst da wahrscheinlich auch auf diverse Märkte oder Restaurants treffen, die total fürchterlich sind, die vielleicht in der Hygiene nicht gut sind, die im Service nicht gut sind, wo überall der Müll rumsteht. Dennoch haben sie alle die gleichen Burger. Und genauso ist es bei uns, in unserer Firma und in jeder anderen auch. Und was wirklich schlimm ist, dass da draußen, und ich gebe zu, auch in meiner Firma sind nicht viele, aber auch da gibt es natürlich schwarze Schafe. Die sind halt irgendwann mal eingestiegen, weil sie dran glauben, ja, es ist ein Milliarden-Business, das ist es definitiv, da kann ich was aufbauen. Und dann erzählen die Hinz und Kunz da draußen, steig ein, kauf dir einen Haufen Produkte und du wirst reich. Und wenn dir irgendeiner so ein Bullshit erzählt, dann dreh dich rum und geh. Wenn dich es aber doch interessiert, dann schau doch bitte mal nach, wer in dieser Branche seriös unterwegs ist. Das ist mir enorm wichtig, weil es gibt so viele großartige Menschen mit tollem Background, mit tollen Persönlichkeiten, mit einem super Charakter, die dieses Geschäft machen und von denen kannst du lernen. Frag die, die es schon gemacht haben oder die erfolgreich damit sind, heißt aber nicht, dass du unbedingt bei einem einsteigen musst. Ich bin heute so wild, der mega erfolgreich ist, sondern du steigst bei einem ein, der dir persönlich gefällt, den du gut findest und, aber ganz wichtig, das ist jetzt, da stehe ich dazu, auch wenn ich da wahrscheinlich wieder auf die Mütze bekomme, wenn das deine beste Freundin ist und die macht es nur so, weil sie denkt, komme ich heute nicht, komme ich morgen und du hast große Ziele und du steigst bei deiner Freundin ein, dann wird sie wahrscheinlich nicht so schaffen, dich zu inspirieren, da mal endlich da Vollgas zu geben. Deswegen überlege dir, mit wem du arbeiten kannst, der die gleichen Ziele hat wie du, der so tickt wie du, der sagt, yes, wir ziehen das durch. Und ich kann dir sagen, nach fast 3 Jahren Erfahrung, das ist in dieser Branche möglich, wenn du dir Menschen suchst, die zu dir passen. Wenn du ein Unternehmen suchst, die zu dir passt, ein Unternehmen, das Produkte entwickelt, mit denen du was anfangen kannst, ja, wenn du jetzt ein völliger Nerd bist, der null mit Beauty zu tun haben will, dann bist du natürlich zum Beispiel bei mir nicht gut aufgekommen. Doch, ich mache ein bisschen Cannabis-Geschäft, könnte was werden. Ich meine einfach, du musst dich für eine Firma entscheiden, die Produkte entwickelt, die dich in irgendeiner Form interessieren, weil dann brauchst du auch nie was verkaufen, weil dann verwendest du die Produkte und kannst ganz locker, flockig berichten, was diese Produkte eben für einen Mehrwert bieten. Also, Network Marketing kann extremst unseriös da draußen sein, das gebe ich zu. Ich erlebe jeden Tag Dinge, da kriege ich Zustände. Aber es gibt auch wirklich tolle Menschen, die dieses Geschäft seriös machen. Und ich will es dir noch in einem anderen Beispiel sagen. Es gibt Ärzte, top ausgebildet. Aber auch da macht nicht jeder seinen Job gut, ja? Also seid da ein bisschen großzügig. Tut nicht gleich die Branche schlecht machen, sondern schaut euch mal an, warum
gewisse Dinge erzählt werden. Oft ist es so, ich hatte jetzt gerade ein Meeting und heute den ganzen Tag haben wir so über dieses Thema gesprochen. Jemand fängt an in einem Unternehmen, ist Feuer und Flamme und sagt, wow, geil, meine Chance hier nebenberuflich was zu rocken. Und dann kommt er zu Tante Uschi und zum Onkel Franz und er sagt dann, das ist doch alles Mist, da verdienen doch nur die da oben und das habe ich auch schon gemacht, das funktioniert nicht. Und da kann ich euch immer wieder nur eine Sache sagen. Wenn Tante Uschi und Onkel Franz Millionär ist oder erfolgreicher Unternehmer, dann kannst du mit Sicherheit auf seine Meinung hören. Wenn Tante Uschi und Onkel Franz aber den ganzen Tag RTL 2 sich reinziehen und vielleicht noch nicht wirklich was in ihrem Leben aufgebaut haben, dann würde ich mir überlegen, ob ihr Ratschlag wirklich wichtig und sinnvoll ist. Das ist eine absolut wichtige Information, weil das kommt ständig vor. Menschen werden ständig von ihrem Umfeld verunsichert und das ist sehr, sehr schade. Und ich stehe dafür und plädiere dafür, dass diese Branche endlich mehr Stil und Niveau bekommt. Und das schaffen wir nur alle, wenn wir auf einmal auch anfangen. Und jetzt ganz wichtig, wenn du von einem anderen Unternehmen bist, von einem Marktmitbewunderer zum Beispiel, wenn wir uns nicht alle gegenseitig schlecht machen. Ich bin bei so vielen Unternehmen schon drin gewesen, weil ich habe ja jahrelang gesucht, was Passendes für mich zu finden. Und ich verstehe es bis heute nicht, dass andere Networker andere wie schlecht machen. Dass jemand von Firma Firma schlecht macht. Hört auf damit. Das ist so bescheuert, weil es bringt doch gar nichts. Ja? Es ist wirklich einfach, du machst es mit mehr Stil, wenn du da sagst, ja, Firma kenne ich auch, tolle Produkte, aber guck mal, was ich da habe. Ja? Ich werde ständig mit anderen Firmen konfrontiert. Und ich mache die nie schlecht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Seid da offen, weil deswegen wird unsere Branche immer so niedergemacht. Weil wir immer irgendwie wie die Berserker auftreten und so tun, als müssten wir jetzt die Welt verändern. Und nach dem Punkt. Network Marketing ist eine Chance für alle. Heißt aber nicht, dass jeder dir um den Hals springt. Nicht alle wollen ihr Leben verändern. Nicht alle wollen riesengroße Visionen aufbauen. Das will nicht jeder. Und wenn du ein Nein bekommst, dann sag du, das ist in Ordnung, ist auch nicht für jeden, kann ich verstehen. Darf ich dich vielleicht in ein paar Monaten informieren, wie es bei mir gelaufen ist? So kannst du einen Kontakt positiv wieder in aufrechterhalten. Niemand ist dir böse und alles ist fein und irgendwann kommt der vielleicht, der kritisch war, wieder zu dir zurück. Es ist ganz wichtig, lass es an dir abprallen, wenn du jetzt Negatives hörst. Das ist so wichtig, das hatte ich auch eben gerade im Meeting. Werde dir sicher. Und wie wirst du dir mit deinem Unternehmen sicher? Besuche deine Events. Geh zu deinen Events und hör dir an, was die Erfolgreichen zu sagen haben. Lerne deine Produkte kennen. Arbeite mit deinen Produkten täglich. Beschäftige dich mit diesen Dingen. Und hör auf Hinz und Kunst zu hören. Ja? Triff eine Entscheidung, sag, das will ich jetzt machen und lass dich nicht von irgendeinem nichtsahnenden Motzbock oder Jammerlappen oder einer Drama Queen irgendwas ausreden. Geh für deine Träume und ich kann dir sagen, Network Marketing ist das seriöseste und fairste, was ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Ich kann es dir immer wieder nur erzählen. Es klingt pathetisch, aber es ist so. Und vielleicht hier auch noch ein Punkt dazu für alle Damen, die immer wieder erzählen, dass ihre Männer total stressen. Mein Mann ist Unternehmensberater. Er fand das fürchterlich peinlich, dass ich sowas mache. Warum? Das ist doch ein Hausfrauen-Business. Das geht ja gar nicht. Du hast jetzt über 25 Jahre so viel tolle, seriöse Sachen gemacht und jetzt machst du sowas. Ja, also er, top ausgebildeter Mensch, hatte keine Ahnung, was Network Marketing ist. Also seid auch den Leuten nicht böse, die es nicht wissen. Es ist halt ein Thema, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, dann weiß man das nicht. Ja, ganz einfach. Aber google doch einfach mal. Ja. Es gibt inzwischen verschiedene, Universitäten, die das Fach Network Marketing anbieten. In der Tat. Es gibt IHKs, die das inzwischen anbieten und auch Schulungen geben. Also es ist definitiv auch eine Vertriebsform, die immer mehr kommen wird. Ja. Und jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema, dann höre ich auf. Ja. Da werde ich demnächst wieder drüber reden. Wir werden alle
früher oder später, je nachdem, in welchen Branchen wir unterwegs sind, leider von Maschinen ersetzt. Und ich weiß, das wollt ihr nicht hören, aber so wird es sein. Und das heißt, wir müssen uns alle irgendwann mal Gedanken machen, was können wir ändern. Und da ist wirklich ein Business, wo du Persönlichkeit reinbringen kannst, wo du es noch mit Menschen zu tun hast, wo es auch um Emotionen geht. Meine Empfehlung, solltest du dir mal Network Marketing angucken, weil dann kannst du dir was Tolles, Passives auch aufbauen. Und wenn ich passiv sag, heißt das nicht passiv mit dem Arsch auf der Couch, mit dem Kopf im Sand, sondern aktives Arbeiten. Mach das, setz das um, was dir deine Upline sagt, was dir deine Firma beibringt. Und dann ist Network Marketing ein richtig tolles, wirklich seriöses, niveauvolles Geschäft. In diesem Sinne, mir ist jetzt extrem heiß, aber ich wollte das jetzt noch loswerden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wenn ihr Interesse habt, mit mir zu reden, vielleicht bei mir einzusteigen, weil ich bin voller Power, ich arbeite sehr, sehr gerne mit Menschen, die große Ziele haben, die Machermentalität haben und die sagen, hey, es ist gut. Und meiner Überschrift stand ja auch, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, es ist nichts für intelligente Menschen, es ist nur was für richtig, richtig clevere Menschen. Weil wenn du zu intelligent bist und zu viel Ausbildung und Zertifikate besitzt, dann hast du ein kleines Problem. Du denkst ständig darüber nach, was zu tun ist und vor lauter Denken kommst du nicht ins Tun. Und das Problem ist, dass Network Marketing sehr einfach ist. Und wenn du zu intelligent bist, dann ist es dir zu einfach und du kannst nicht fassen, dass es funktioniert. Wenn ich aber sage, dass es einfach ist, heißt das auch im gleichen Gegenzug, es ist nicht leicht. Es ist einfach nicht für jeden. Aber wenn dich das reizt, dann melde dich. Guten Abend.